So, dann wollen wir mal. Ist ganz neu rausgekommen. Mal gucken. Das Mongolenreich überfällt unsere Heimat. Sie sind brutal. Also auf dem PC ist das neu rausgekommen. Unaufhaltbar. Wir sind 80 Samurai. Gegen eine Armee. Wir kämpfen, um die Invasion zu verlangsamen. Heute sterbe ich für mein Volk. Das müssen Tausende sein. Wir stellen uns dem Tod und verteidigen die Heimat. Tradition. Mut. Ehre. Das ist, was uns ausmacht. Wir sind die Krieger von Tsushima. Wir sind Samurai! Fürst Adachi, geht, brecht ihren Kampfgeist. Hey! Wow, wow, wow. Attacke! Eindringlinge! Lasst euren besten Krieger gegen mich kämpfen! Nada, Jinida! Ich bin Harunobu Adachi, Nachfahre des legendären Yoshinobu Adachi. Macht mir nichts. Samurai! Wollt ihr aufgeben? Ehrlose Feiglinge verdienen keine Gnade! Keine Gnade! Fürst Sakai, auch wenn es uns das Leben kostet. Wie ihr befehlt, Fürst Shimura. Männer! Wir müssen den Anführer erledigen! Männer, mir nach! Mehr Mongolenhunde! Meld sie nieder! Ja, das macht jetzt niemand. Die rennen ja weg.
Gott, die Energie geht zu Ende. Oh, nur noch zwei. Scheiße. Nur wir sind übrig. Für uns gibt es nur einen Weg. Den Mongolen-Anführer zu finden und zu töten. Ich kämpfe bis zum Ende mit euch. Ich weiß. Dort, der Mongolen-Anführer. Ich bin bereit, Onkel. Wir tun es gemeinsam. Na super. Der Barbul. Onkel. Ich bin Kotun, Vetter des Kublai, Leonid. Enkel des Genghis. Genghis Khan. Bruder, ihr seid ein Krieger. Das kann ich sehen. Ihr wurdet hierher ausgebildet. Und ihr habt Kämpfe gewonnen, die geringere Männer für ungewinnbar hielten. Ihr habt zwar euer Schwert geschärft, aber wisst ihr, wie ich mich wappnete? Ich lernte. Ich kenne eure Sprache, eure Tradition, eure Glauben. Welche Dörfer ich bändige und welche brennen. Auch so ein Schweißperle. Daher frage ich noch einmal, Samurai. Ergebt ihr euch? Jetzt? Was machst du denn jetzt? Yeah.
Mongolen. Jemand hat mich gerettet. Mich hier versteckt. Hat vielleicht mein Schwert. Jemand hat eine Klinge gewetzt. Ein Krieger? Eine Rüstung. Kaputt. Aber besser als nichts. Zurück nach drinnen. Los! Wie geht's den Wunden? Kannst du rennen? Ich glaub schon. Wo ist mein Schwert? Nicht hier. Garst, hier! Ich erledige das. Bitte, versteck dich. Oh, oh, tut mir nicht! Tio Domini! Bist du? Ich bin Yuna. Willst du dein Schwert? Folge mir. Wie lange war ich bewusstlos? Solange, dass die Mongolen die halbe Insel einnehmen konnten. Yuna. Nicht jetzt. Mist. Runter. Bewegung. Hier lang. Warte. Wir können nichts für sie tun. Aber ich kann die anderen retten. Fürst Shimura war mit mir auf dem Schlachtfeld. Desito, vergiss ihn. Yuna. Warte. Fürst Shimura ist mein Onkel. Du bist Jin Sakai? Der Neffe des Jito? Ich muss es wissen. Hat er überlebt? Ich glaube schon. Die Mongolen nahmen ihn gefangen. Wohin brachten sie ihn? Östlich, entlang der Küste. Da liegt Burg Kaneda. Dort müssen sie ihn festhalten. Sie feiern sicher ihren Sieg. Ich könnte sie überrumpeln. Sie töten dich. Oder ich rette Fürst Shimura. Helfe ihm, die Mongolen ins Meer zu jagen. Er hat Kontakt zum Shogun. Kann Verstärkung rufen. Ich habe dich nicht gesund gepflegt, damit du dein Leben wegwirfst. Warum hast du es getan? Ich konnte dich nicht sterben lassen. Ich brauche deine Hilfe. Fürst Shimura kann der ganzen Insel helfen. Und mehr Familie als ihn habe ich nicht. Los geht's. Hier drunter. Ich wollte doch nur was zu essen. Schlechter. Komm schon, wir können dir nicht helfen. Ich muss mal ganz kurz Pause machen.
Und weiter geht's. Bin da. Hier durch. Los. Würden wir gesehen werden. Das riskiere ich. Warte, der Wagen. Jetzt. Komm schon. Mehr Wagen. Los, wir nehmen die Dächer. Du kletterst auf Dächer. Plünderst Schlachtfelder. Du bist eine Diebin. Wenn ich was brauche, nehme ich's mir. Wie meinen Katana. Ich habe es gegen Essen und Medizin getauscht. Wie bitte? Keine Sorge. Wir finden den Käufer und holen das Schwert zurück. Das wird ein langer Ritt. Nimm alle Vorräte, die du tragen kannst. Das Haus gehört jemandem. Und sie kommen nicht zurück. Ganz schön düster hier. Pussy. Hier durch. Der Mann, dem ich dein Schwert gab. Und gleich da vorne. Toro. Mist. Die Hunde haben ihn erwischt. Halte Wache. Ich durchsuche das Haus. Dafür werden sie büßen. Vielleicht ist dein Katana drinnen versteckt. Es muss hier sein. Ich bin Jin Sakai, Neffe des großen Fürst Shimura. Und ich bin kein Feigling! Euer Gegner ist euch unterlegen. Doch euch fehlt es an Beherrschung. Ich habe trainiert. Mit eures Vaters Waffe? Dem Schwert des Sakai-Clans. Es rettete Leben und beendete Kriege. Wer hat das getan? Keiner. Ich zeige euch, wie man sich verteidigt. Ich weiß, wie man kämpft. Naja. Um die Klinge zu meistern, müsst ihr erst eure Gefühle beherrschen. Das kann ich, Onkel. Zeigt es mir. Dann zeigt mal, was ihr geübt habt. Versucht, mich zu treffen. Ja, Onkel. Ja, Angriff! Ich bin bereit! Ja. Versucht, mich zu treffen. Ja. Ihr solltet jetzt angreifen, Jin. Sehr gut. Hättet ihr so gekämpft, hätte euch euer Angreifer nicht so leicht verletzt. Es war kein gerechter Kampf. Stellt euch vor, er ist zurück und setzt euch erneut zu. Mit jedem erdenklichen schmutzigen Trick. Wie verteidigt ihr euch? Ich werfe ihm Schmutz in die Augen und breche ihm die Nase. Wie groß er wohl mit dem Mund voller Blut noch ist. Ein kleiner Sieg.
ohne Ehre erlangt. Wenn ein Samurai gegen einen arglistigen Feind kämpft, muss er über ihn hinauswachsen und darf nie auf sein Niveau sinken, egal wie verlockend es wäre. Ja, Onkel. Jetzt durchbrecht meine Abwehr. Zeigt mir, dass Jin Sakai ein mutiger Krieger ist. Nutzt erst einen schweren Angriff und dann schlag schnell zu. Ein schwerer Schlag lässt Gegner taumeln. Dann ein schneller Schlag. Genug! Ich ergebe mich. Ihr lasst mich gewinnen. Keinesfalls. Hättet ihr ein richtiges Schwert, wäre ich tot. Wirklich? Ich würde euch nie belügen, Jin. Versucht zur Abwechslung, meine Angriffe zu blocken. Ich werde euch nicht verschonen. Bleibt in Abwehrhaltung. Gut. Sehr gut. Ich bin erschöpft. Können wir eine Pause machen? Wir sind noch nicht fertig. Seid entschlossen und kämpft euch durch den Schmerz. Gut. Mhm. Lernt jetzt zu parieren. Wartet, bis ich zuerst agiere. Sobald ich angreife, wehrt meinen Angriff ab. Ihr müsst parieren, bevor ich zuschlage. Schöne Parade. Gute Leistung, Jin. Ihr werdet besser. Braucht ihr eine Pause? Es braucht mehr als ein Kind, um mich außer Atem zu bringen. Nun gut. Zeigt mir eure Abwehr gegen einen Speer. Weicht meinem Speer aus und führt einen Gegenangriff durch. Gute Reflexe. Ups. Hervorragender Konter. Sehr gut ausgewichen. Denkt daran. Ausweichen, dann Konter. Ihr habt eine kleine Chance zuzuschlagen. Nutzt sie. Seht ihr? Ihr könnt jede Waffe, jeden Krieger bezwingen. Danke für die Lektion, Onkel. Wir sind noch nicht fertig. Jin Sakai, erweist ihr mir die Ehre eines Übungskampfes? Ich will euch nicht verletzen. Bei so viel Zuversicht, wie wäre ein kleiner Ansporn? Wer zuerst 5 Treffer landet, wählt das Abendessen aus. Hoffentlich mögt ihr Tintenfisch. Sehr gut. Ja, klappt doch. Ja. Oh. Bevor wir essen, Tintenfisch, habe ich eine letzte Frage. Seit Generationen leben unsere Familie nach einem Kodex. Nennt mir die Tugenden, die uns leiten. Oh je. Treue zu unserem Fürsten. Beherrschung unserer Gefühle. Und... Ihr wisst das. Ehre. Tapfer zu kämpfen für das Vermächtnis des Sakai-Clans. Dies sind die Worte eures Vaters. Was bedeutet Ehre für euch? Ich glaube, Menschen zu beschützen. Die, die nicht für sich selbst kämpfen können. Ihr habt ein gutes Herz. Doch zuerst müssen wir zeigen, dass wir unserem Fürsten dienen. Mit Mut, Integrität, Selbstbeherrschung. Bei euch klingt das einfach. Es ist nie einfach, Jin. Ich ringe jeden Tag damit. Doch wir müssen unserem Volk ein Vorbild sein, indem wir dem Kodex treu bleiben. Und uns selbst. Das ist die Bedeutung von Ehre. Ach, not Herr Samurai. Thank you.
Schwert! Gut. Du hast dein Schwert wieder. Wo finde ich ein Pferd? Die Ställe sind recht nah. Hier lang. Mehr Reiter. Die sind überall auf der Insel. Wo sind die Ställe? Hinter dem brennenden Bauernhaus. Folge mir. Wir schleichen uns an, schlitzen ihnen die Kehlen auf und töten sie ohne einen Laut. Ohne Ehre. Ich breche nicht meinen Kodex. Still dich, Eindringling! Sind ja nur drei. Was macht pulsierenden Gegner. Das ist nah. Wir können nicht alle retten. Genug weggelaufen. Endlich kann ich helfen. Verflucht. Ach, da oben bestimmt. Mehr Wachen. Keiner darf entkommen. Was ist Betty? Hilfe! Oh. Oh, Scheiße. Danke, mein Herr. Es hieß, alle Samurai wären tot. Nicht alle. Könnt ihr euch irgendwo verstecken? Im Goldenen Tempel soll es sicher sein. Geht, meidet die Straßen und beschützt euren Sohn mit eurem Leben. Du hast dein Leben für sie riskiert. Sie konnten sich nicht wehren. Und ich... Ich kann nicht noch mehr von uns sterben lassen. Aber nicht nur sie brauchen dich. Mein Bruder. Die Mongolen haben ihn. Deshalb hast du mich gerettet. Taka ist meine einzige Familie. Und Fürst Shimura ist meine. Bitte. Ich will nur meinen Bruder zurück. Ich werde dir helfen nach der Rettung meines Onkels. Versprochen. Ich komme mit dir. Der Stall ist gleich vor uns. Und Augen auf! Ui. Gehen wir zu den Pferden. Oh, hier muss ich mal reiten statt Auto fahren. Das sind Samurai-Pferde. Die paar, die der Schlacht fernblieben. Ein Glück für Sie. Und uns. Welches Pferd willst du? Den weißen Schimmel. Ganz ruhig. Er passt zu dir. Er braucht einen Namen. Nobu, ein treuer Gefährte. Omoda. Onkel ist da drin gefangen. Dann gehen wir doch mal gucken. Die Wände sind zu hoch zum Raufklettern. Wir könnten sie ablenken und reinschleichen. Nein. Wir gehen durchs Haupttor. Khotun Khan verbrannte unsere besten Schwertkämpfer, demütigte meinen Onkel, schlachtete die Krieger von Tsushima ab. Ich werde ihm seine Taten vergelten. Indem du die gleichen Fehler begehst, die deine Freunde töteten. Das werden die Mongolen glauben. Doch diesmal schlage ich zuerst zu. Warte hier, bis ich sie erledigt habe.
Pause.